Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in SimRay. Das ist ein Singleplayer-Szenario von Tuco. Das ist ein echter Meister, wenn es hier um die Szenarien geht. Und der Spezielle an diesem Szenario ist, dass er A meint, das ist relativ fordernd, ideal für mich. Und es soll zufällige Events haben. Wie die aussehen, weiß ich noch nicht. Werden wir aber noch gleich sehen. Okay, Tür schließen. Und ich hoffe, ich weiß noch, wie man eine ET22 aufrüstet. Batteriehauptschalter, das ist an. Die sind selektiert. Gut. Dann werden wir hier mal den Führerstand vorbereiten. Du kommst schon mal nach vorwärts 1. Ich mach mal an. Licht an. Komplettbeleuchtung machen wir mit an. Instrumentenbeleuchtung. Hier schon mal alles, was wir hier brauchen. Ich weiß, dass die jetzt noch nicht nach oben gehen. Dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Saft. Funk. Machen wir an. Turbine A. Ist an. Dann als nächstes Ventile. Das einmal so. Das einmal so. Und wir machen hier mal das Licht an. Ja. Nein. Nicht die Tür aufmachen. Lichtschalter. Okay, das Radio scheint schon mal zu funktionieren. So, Kompressor. Dann halten wir hier mal ein bisschen gedrückt. Hoffentlich gleich beim ersten Mal lange genug. Dirum, dirum, dirum. 5 Jahre später. Ah, ich würde sagen, ein kleines bisschen noch. So, ich glaube, das reicht. Tun wir es mal ausprobieren. Oh, nehmen wir. Seid ihr nach oben gegangen? Ja, sind sie. Gut. Meine Sachen hier quittieren. Einschalten. Nö, das war noch nicht lange genug. Also noch mal ein bisschen länger. Ich hoffe mal, das wird nicht allzu nervig mit diesem Funk. So. Von selber ausgemacht. Spätestens jetzt muss es reichen. Jo, geil. Okay. Das erledigt. So. Alles wieder auf Ausgang. Oh, scheiße, war jetzt damit zu früh. Ah, shit, ich war zu früh damit. Okay. Ich hätte warten sollen. So, auf ein neues. So. Hoffentlich reicht es. Oh, ist jetzt nicht wahr, oder? Hat es wieder alles leer gemacht?
Nee. Wir haben Chaos-Löwen. Gibt's einfach nur Chaos. In 10 Minuten sollten wir hier weg. So. Weh, du springst jetzt nicht an. Geht doch. Okay, Funk ist an. ZDB1. Stashage Mine. 42, 40, 90. Ready for maneuvers. I'm giving shunting signal. Reach the end of crossing mark. When I manage to change switch, I will report it. Okay, alles klar. 42-40-90. Roger. Jetzt warten wir hier noch mal ein bisschen. Ich will jetzt nicht noch mal zu früh hier einmal umstellen. Gut, Handbremse jetzt auch nicht vergessen. Das hintere Rangierlicht lasse ich jetzt einmal aus. Zwecks Zeit. So, bitte geh jetzt nicht aus. Okay. Scheint es diesmal zu verkraften. Dann legen wir los. Perfekt. Dann schauen wir mal, dass wir hier das Rangierende nicht übersehen, in der Dunkelheit. Okay, das Wetter macht hier echt komische Sachen. Da ist es ja schon. You can connect. Alles klar. 42-40-90. Roger. So, dann tun wir die mal wieder absperren. Einmal auf neutral. Und umstellen für die andere Richtung. So, einmal Seite B. Also der Sound ist schon Hammer. Cedri, machen wir hier nochmal alles an. Umformer, Kompressor, die beiden Stromabnehmer. Funk ist irgendwie auch schon an. Ne? Ach so. Den muss ich natürlich noch reintun. Sehr gut. Ich glaube, das war's. Vorwärts 2. Lösen. Ich frag mich halt die ganze Zeit, inwiefern er da mit random Sachen hier machen kann in SimRail. Oder ob sie sich jetzt nur auf random Funksprüche bezieht. Großes Fragezeichen noch. Wenn jetzt das Rangieren und das Ankuppeln auf Anhieb funktioniert, wäre das natürlich wirklich super. Nicht so wie bei diesem einen anderen Szenario, wo ich einen schweren Güterzug gefahren bin.
Es war dezent eine Katastrophe. Sehr, da sind ja schon die Kollegen. Bin schon mal gespannt, wie schwer das Ganze wird. Na, das Wetter gefällt mir nicht. Das Ganze hell, dunkel, hell, dunkel. Ja. Einmal ranknutschen. So, das sollte reichen. Raus mit uns. Wir sind noch gut in der Zeit. Oh. 3499 Stunden. Ja, geil. Das wird witzig. Okay, dann können wir den hier mal abstellen hier. So. Einmal absperren. Du gehst auf neutral, bitte. Licht mach mal aus. Widerstand braucht man nicht mehr. Türe bitte zu. Kommen eigentlich die Fenster auf? So, das ist schon wieder die Tür. Hätte ich bei dem anderen Fenster ausprobieren müssen. Bitte wieder auf A. Funk läuft. Widerstand aktivieren. So, wir lassen schon mal lösen. Wir gehen auf Güterzüge. Und hallo vor dem Wetter. 42-4090, ready to leave the Stashik mine. In giving green signal, last entry signal to the Katowice track is on until 3:50, then no exit. 42-4090. Boah, gleich eine Androhung. Sag einmal. Okay, Ausfahrt haben wir. Gibt jetzt ein bisschen Dauer mit den Bremsen. Gehen wir mal vielleicht einen kleinen Füllstoß rein. So, aber ich glaube, wir sind abfahrtbereit. Können wir nicht mal die Beleuchtung hier abstellen. Aber weißt du was, die lasse ich immer an. Ah, und jetzt kann ich ja wieder nach draußen. Wir brauchen ein bisschen Schmackes. Bremsen sind halt noch nicht komplett gelöst. Ja, jetzt geht's los. So, es stand auch noch drin, wir können den Chat ausblenden, weil der nicht benötigt wird.
So. Nee, F5 war das. Ja, super pünktlich hier weg. Oh, nicht, dass wir da Spaß haben mit der super langsamen Strecke hier. Und dann Stromabnehmer können wir noch unten machen. Passt. Warte mal, was haben wir da eigentlich geladen? War das Kohle? Bin mir gerade nicht sicher. Na, wisst ihr was? Im Zweifel. Fahren wir mit dem vorderen Stromabnehmer. Nur zur Sicherheit. Ja, Funkkanal 3. Passt ja. Und hier werden wir es erstmal runterrollen. Egal, ich kann schon wieder lösen. Oh, oh, was zum? Was zum? Na. Ne. Ach, wie krass. Aber das ist einer dieser Events also. Okay, ja, nee, das habe ich jetzt nicht gebremst bekommen. Ich glaube, ich mache das nochmal. Und wir sehen uns dann bei dem Punkt nochmal. Schauen, ob es dann wieder da ist. Und wenn ja, dann versuche ich ein bisschen eher zu bremsen. Also, bis gleich. Certainly. Ich habe das ganze Manöver jetzt nochmal gemacht. Wir sind jetzt wieder unterwegs. Und ich hoffe, dass ich diesmal ein bisschen weiterkomme als wie vorhin. Aber wirklich coole Sache. Tiere auf der Strecke. Ich habe meinen Finger schon bereit auf der Notbremse. So, dann, ich wollte ja eigentlich einen Stromabnehmer. Machen wir nach unten. Und man versteht kein Wort in diesem Funk hier. Ich will halt auch nicht die ganze Zeit so fahren, ne? Ja, vielleicht ein bisschen reinzoomen. Also mal gucken. Ich lasse es einfach mal direkt rollen. Aber gerade schon mit den Effekten, wie halt das Tier quasi gegen die Lok geht. Bisschen derb, aber authentisch.
Das Blöde ist, ich habe da so einen Fleck auf dem Monitor. Da könnte man meinen, das wäre schon wieder irgendwas. Mann, es wird wieder dunkler. Na, steht was da? Sieht frei aus. Dann ist das ja wirklich random. Ja, aber jetzt sind wir da auf der Seite. Die Kollegen da. Sehr cool. Ah, cool, cool, cool. Aber das heißt, auf der ganzen Fahrt kann das jetzt passieren. Oder noch andere Dinge. Einfach genau aufpassen. Ah, ich würde mir mal wünschen, dass Simmer sich mal entscheidet, in welcher Helligkeit er da jetzt fahren will. Das ist ein bisschen nervig. Ja, zweite Stufe. Okay, durchdrehen tun wir mal noch nicht. So, komm, Lok, zieh hoch. Ich möchte hier nicht stehen bleiben. Ah, shit, wir werden langsamer. Komm, 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 zieh. Oh, oh. Komm, du schaffst es. Ah, wo war das mit Sanden hier nochmal? Fuck. Mach das nochmal an. Sanden. Ach, scheiße. Komm, 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 komm. Fuck. Komm, 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 zieh. Wenn ich jetzt wüsste, was der Hotkey für Sanden ist. Kann ich die ganze Zeit nach unten gucken. Wenn da so Viecher hier auftauchen auf der Strecke. Ich hätte mit mehr Schwung fahren müssen. Ja, das ist halt mal wieder eine Katastrophe mit mir. Ja, gut, wir beschleunigen. Gut, ich könnte sein, dass die ganze Fahrt vielleicht ein bisschen länger als eine Stunde dauert. Ah, verträgst du es, wenn ich noch eins hochschalte? Ach, kein Warnsignal. Hätte mich auch hier andere Probleme momentan. Bitte lass mich jetzt keine Notbremse machen. Das wäre echt keine gute Stelle gerade dafür.
Okay, wir fahren wieder mit 2. Was auch nicht schlecht wäre, wäre ein Fernlicht. Was man wirklich nach draußen bräuchte. Ich meine, die Scheinwerfer, die wir haben, ja, das ist ein bisschen mittelmäßig. So eher dafür da, dass andere Leute uns sehen, aber nicht, dass wir weit raus sind. Was ein bisschen derb wäre, ist, wenn er es drin hat, dass bei Bahnübergängen Personen stehen könnten. Das wäre ein bisschen heftig. Man, auch etwas, was in der Realität passieren kann, aber trotzdem. Was sind wieder die Viecher hier? Ganz genau gesehen, da. Wenigstens der Fahrplan ist glücklich mit mir. Knapp vor der Zeit. Boah, wenn der Mann in Lok irgendwo stehen kann. Ich würde irgendwie wahnsinnig gern mal in das Skript reinschauen, um zu schauen, was er da alles gemacht hat. Wir waren gerade ein bisschen zu schnell. Okay, wir müssen ein bisschen bremsen. Okay. Oh, ich würde irgendwie so gern Cinematic Cam machen, aber ich traue mich nicht so wirklich. Ich möchte nicht nochmal so einen Crash haben. Muss ich das jetzt wirklich... Oh, muss ich jetzt wirklich auf 20 runter? Irgendwas sagt mir mal, dass eventuell vielleicht was drin ist, was mich bestraft, wenn ich so hier zu schnell reindüß. Da stehen sogar Leute hier. Sieht gut aus. Und da vorne haben wir die 20er Stelle. Okay, sieht safe aus.
Gut, da ist auch nichts. Strecke frei. Ha, aber nachdem er jetzt damit mit dem Szenario, mit dem Random-Zeugs als erstes kommen ist, werden vermutlich einige sich das angucken. Und dann wird mehr von den Sachen kommen. Es wäre eigentlich wie so eine Art Traders Club nicht schlecht für Simray. Ich meine, jetzt ist er im Forum. Aber dass du das dann irgendwie separat runterladen kannst. Oder über Steam Workshop. Fuck. .42-40-90, fallen tree on the right track, with no possibility of further driving. .42-40-90, roger. Drive back to the exit signal from the Stashic mine. .42-40-90, roger. Geil! Ist ja geil! Oh, warte, muss ich ein Foto machen. Ja, gut. Dann fahren wir halt einfach mal rückwärts. Also ich war da noch voll in der Leistung hier drin. Ja, das könnte jetzt dauern. Ja, sehr geil. Was man mit dem Szenario-Editor alles anstellen kann. Also was heißt Editor? Also einfach mit der Skriptmöglichkeit. Ja, dann effektiv einmal rückwärts fahren. Aber würde er nicht normalerweise nur fragen, wie es zur Oberleitung geht und so? Please release the blades. Okay, schauen wir mal, ob wir nach hinten drücken können. Wagen sind halt nicht komplett gelöst. Machen wir ein bisschen einen Füllstoß hier rein. Okay. Da tut sich was. Schauen wir mal nach draußen. Ich hoffe mal sehr, dass hinter uns einfach frei ist. Weil mein Hintern sehe ich nicht. Also sehe ich schon, aber nicht nach hinten weg. Okay, da hinter die Weiche und einmal aufs Nachbargleis. Mensch, so viel Chaos. Signal wo? Wo war denn das? Ach, da hinten.
Okay. Dann können wir eigentlich schon mal ein bisschen bremsen hier. Nee, komm. Ein Stückchen noch. Gut. Ja, ich gehe mal davon aus, wir müssen wieder zeffen hier. Oder auch nicht. Also, FDL, ich wäre noch mal da. 424090, waiting at the exit signal. I reported this to Katowice. Repair team from them are coming. Wait till I inform you what's next. 424090, roger. Ja, gut, dann warten wir halt mal. Einfach nur, dass die Lok hier nicht wegrollt. Wäre es irgendwie witzig, wenn ein Bauzug hier auftauchen würde. Aber das wäre dann gerade ein bisschen arg schnell. So von der Reaktionszeit her. Okay, ich würde mal sagen, für euch gibt es an der Stelle mal einen kleinen Cut, bis hier wieder was passiert. Ihr müsst ja nicht genauso warten wie ich hier. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, da ist jetzt einfach meine Lok vorbeigedüst. I guess, auf die werden wir jetzt erstmal warten müssen, bis sie den Platz freigemacht hat. Oder das wird so eine Art Testfahrt sein. Keine Ahnung. 42-4090. I light departure on the left track with maximum speed along the incident. 20 kilometers per hour. 42-4090. Roger. Gut. Wir fahren also auf der linken Seite. Maximal 20. Okay. Dann schauen wir mal, wie das wird. Das war bestimmt nicht das letzte Ereignis. Und während ich so gestanden bin, ist mir aufgefallen, hier bei der Zugnummer, das ist so ein Slash 3. Fragt mich, ob das mit den Zufällen so läuft, dass er hier einfach verschiedene fixe Abläufe im Skript drin hat. Und am Anfang wird per Zufall einfach eine dieser Abläufe ausgewählt und dann spielt er entsprechend das Programm ab. Ohne dass ich jetzt reingeschaut habe ins Skript. Jetzt ist so meine Vermutung, wie das hier abläuft quasi mit den Zufällen. Also wie, dass er dann einfach da pro Variante einfach ein eigenes Playbook hat. Ganz kurz schauen, ob die Lichter passen. Ah ja. Meinen Sie, Kollegen? Wenn ihr schon mal da seid, da hinten ist ein Baum umgeflogen.
Vielleicht wollt ihr euch das mal ganz kurz ansehen. Ich meine, das wäre doch eigentlich auch was für ein Multiplayer. Hast du da solche Incidents und... Ach, die Lok ist hier reingefahren. Okay. Soll das quasi der Notfallzug sein, oder wie? Okay. Ich meine, das hat das Rollmaterial für sowas nicht, aber... Besser als nichts. Schnelle Reaktion. Mein Kollege, ich wünsche dir noch viel Spaß da. So cool. Ja, wenn da mal der Editor draußen ist, dann werde ich mich auch mal da irgendwie mal ranmachen, Szenarien zu bauen. Das könnte noch witzig sein. Jetzt so mit diesen ganzen Lua-Sachen da rumzuspielen, das ist jetzt nicht so meins. Aber mal schauen, vielleicht sehen wir das noch das Jahr, dass der Editor noch rauskommt. Kilometer schon wieder 20. Komm, wir düsen mal. Okay, da steht auch einfach mal so ein random Dude hier rum. Und da. Kilometer. Ja, okay. Ich glaube, ab hier können wir dann rollen lassen. Aber so hat das Nebelige ein bisschen was. Ich mag das auch in TD2. Leichter Nebel sieht gleich alles viel schöner aus. Also vor allem in TD2. Ja, bremsen mal ein bisschen rein, wie die Dange. Jetzt kommen wir 3 Kilometer. Wie wird das angekündigt?
Ah, da vorne so wie es aussieht. Da haben wir die Tafel. 20. Gut, dann bremsen wir mal ein bisschen. Weiß gar nicht, komm auf. Haben wir irgendwie einstellen in so ein Szenario, dass zum Beispiel eine Lok über Rot rüber donnert? Dass das zum Beispiel auch so ein Event wäre? Knapp 400 Meter noch. Ich muss ein bisschen mehr bremsen. Ein bisschen too much. Ja, das hat gerade nur so gereicht. Moment mal. Ach so. Okay, das ist ja schräg. Ach, das muss so. Das ist auch in echt so. Aber das würde ich mal als Simrail-Bug einstufen da hinten. Mal, es ist kein Weltuntergang, aber sieht ein bisschen unschön aus. Die ganze Nase, also auch wenn ich mal in Simrail ein bisschen Güterzug fahren will, wenn ihr da hinten in der Regionswarne, ich warte immer, bis ein bisschen draußen sind. Ich habe da nicht so Lust auf die ganze Nase normalerweise. Aber ich habe es auch in den anderen Szenario mal gesagt, als wir den anderen schweren Zug gefahren sind. Ich finde es ein bisschen zu viele Lars hier drin. Fix mal die Strecke. Meinen Sie da unten? Da steht ein Kollege. Ich glaube, von da unten ist auch noch nichts gestartet, so szenariotechnisch. Ah, da ist auf jeden Fall mal einer rumfahren. Mal sehr rangieren. 50! Yay, yeah, wir können Gas geben. Wobei, bleiben wir mal auf der Zweier hier drin.
nach wie vor gegen Gleis. 14 Minuten Verspätung. Ja gut, dafür kann ich nichts. Ausnahmsweise mal. Aber so ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mal Bock, das hier nochmal öfters zu spielen. Wenn es hier unterschiedliche Events hier sind. Einfach nur, um zu schauen, was so passiert. Okay. Ihr wird schon passen. Naja, Dieseltraktion haben wir noch keine. Bin mal gespannt, was in der Richtung noch kommt. Ich freue mich schon so auf TD2, da auf die drei Diesel-Loks. Das wird eine Freude werden. Tja, lass mal rollen. Bremsen Sie mal bitte. Oh, und weiß mal gerade einfällt. Aber vermutlich habe ich das Video dazu dann zu dem Zeitpunkt, wo es auf YouTube das hier rauskommt, schon gezeigt. Für Train Sim World 4 ist ein Update rausgekommen. Das Suspension Update. Dass die Lok jetzt auch anstatt von der seitlichen Bewegungen kann jetzt auch nach oben und nach unten, gerade so bei Weichen und Co. Das ist jetzt ein Feature. Wollen es jetzt bei den bestehenden Loks soweit noch nachrüsten. Und bei allen zukünftigen DLCs soll das dann Standard sein. Fand ich irgendwie witzig. Ja, Führerstand kann jetzt nach oben und nach unten. Kostenloses Update. Okay, das ist zutrauen. Da gerade wieder für 5 Euro oder so zu verlangen. Ist ein DLC-Feature. Nee, das wäre auch was für Train Sim World 5 gewesen. So als Speedschwiesen. Naja, die Loks können das auch von oben nach unten. Bin ein bisschen zu schnell hier. 200 kommt hier auch noch. Ja, bremsen Sie mal runter hier bitte. Perfekt. Und wo geht's hin? Ganz da unten. Soll ich jetzt nochmal reinbremsen wegen den 5 km/h hier? Naja, wir werden schneller. Ein bisschen mit der Lok alleine korrigieren oder sind wir zu schwer? Wir sind zu schwer. Na komm. Da, das muss reichen.
Da hinten wären dann gleich mal die 70. Dann kann ich endlich mal wieder heizen. Ah, stimmt ja. Gegengleislich. Jetzt tun wir mal wieder umstellen hier. Und das mit der Theorie da, mit dem Slash 3. Ich werde da noch im Editing nochmal reingucken. Da wo wir die Tiere leider Gottes überfahren haben. Ob da auch Slash 3 war oder ob eine andere Zahl da gewesen ist. Strecke scheint noch frei zu sein. Oh, nicht so viel los bei dir um die Uhrzeit. Sind noch ganz alleine. Ja, ich weiß, ich bin zu schnell. Ich frage mich bei den Tieren jetzt auch noch, ob die vielleicht via Skript weggegangen wären, wenn ich gehupt hätte. Ich würde das so gerne nochmal ausprobieren. So langsam müssen wir jetzt auch nicht fahren. Auch mit dir. Zackelpress irgendwas. Julius Z. 427. Das kann ja nicht immer so weit sein. Da hinten hat was? Nee, oder? Ich dachte, ich hätte hinten was gesehen. Ja, das scheint jetzt gerade so die ideale Einstellung zu sein. Jetzt bleiben wir bei 19. Oder auch nicht. Wir werden langsamer. Was ja auch ganz cool wäre, wären irgendwie so geskriptete Störungen in der Lok selber. Also zum Beispiel, dass hinten ein Umformer kaputt geht, dann muss man irgendwie umschalten. Oder hat er drauf geht einfach mal nach unten. Wenn er Luft verloren hat oder sowas in der Art. Oder dass es dir einen Hauptschalter reißt. Solche kleinen Sachen.
So, Simone, komm her. Aber das nächste Mal Polen, Katowice, je nachdem wie dann der Reiseplan ausschaut, würde ich mal gerne mal das Industriegebiet hier, auf dem wir jetzt hier gerade unterwegs sind, nochmal anschauen, wie da die Gleislage jetzt ist. Und vor allem, wie es mit den NAS aussieht, ob die da jetzt noch so langsam rumfahren. Aber gerade der Bereich hinten um die Mine, sofern man das überhaupt öffentlich begehen kann, würde mich schon mal interessieren. Generell der ganze Kreisel rundum, was es da unterhalb von Katowice hat. Was davon jetzt noch da ist. Also, könnte man nur vorstellen, dass da die ganzen alten Stellwerke einfach alle in Betrieb sind. Nach wie vor alles frei da vorne. Ja, oh, das ist die 70er Tafel. Ach, da wird hier geliftet. In so einer Langsamfahrstelle. Wisst ihr was? Ich gebe da jetzt schon mal Gas. Ich weiß, ich müsste warten. Ich möchte gerne mal ein bisschen Meter machen hier. Hoffentlich bereue ich das nicht. Alle drei am Arbeiten. Wunderbar. Und da hat er umgestellt. Nice. Hinten haben wir noch mal eine ganz kurze 30er Langsamfahrstelle. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich da jetzt nicht 30 fahre, oder da vielleicht irgendwas eingebaut hat, wo ich da nicht bremsen kann, wenn ich da mit 70 durchrausche. Bremse mal runter. So kurz vor dem Ziel habe ich jetzt gerade ein bisschen Angst, dass ich wegen so einer Aktion das Szenario nicht fertig machen kann. Ruckler hier.
mal die Ankündigung für die 30. Aber so grundsätzlich läuft die Fahrt schon mal wesentlich besser als beim ersten Mal. Hat sich mal gelohnt, die bisschen Übung machen. Ja, ich kann die Personen, die da auf den Schienen sind, sehr gut. Alle hinter der Linie. Das freut mich. Jo, sieht gut aus. Da hinten, der Übergang schaut auch soweit frei aus. Nichts, was man Sorgen machen muss. Mein Kollege. Unterwegs. So eine schöne Lackierung. Ciao! Wie jetzt? Warum RSZ? Was ist da schon wieder los? Das ist SZ-Signal gleich bei den 20. Jö, Kiebel, einsehen. Maximal Ausbaustufe. Aber nur für eine kurze Zeit. Oh, die Strecke ist so ein Spaßverderber, wenn es um Geschwindigkeit geht. Da haben wir die Tafel für die 20.
Ja, was wird mal? Steht vielleicht ein Auto drauf? Babushka. Nochmal 20. Hauptsache, er darf auf dem Nachbargleis 30 fahren. Zödele. Okay. Synchronisationsfehler. Also soll heißen, er kennt die Endlage nicht richtig. Oder dass das, dass das Weichenpaar nicht funktioniert. Ich glaube, letzteres ist damit gemeint. Warte mal, Julius. Okay, da steht keiner auf dem Bahnübergang, sehr gut. Ich sind wir so weit. Moment mal. Da war ein Gegengleis mit an. Ja, ich weiß, dass ich zu schnell bin. Oder ich habe das ja schon richtig gesehen. Damit Gegengleis. Ja gut, ich gebe jetzt mal Gummi. Auch wenn ich zu früh Gas gebe. Übergang in Julius, der wird passen. Die Weiche schaut gut aus. Naja, ich sehe mal nichts auf dem Bahnübergang. Alles zu die. Servus FDL. Haben Sie gut gemacht. Oh oh. Jetzt. Habe ich jetzt effektiv reinfahren müssen? Sagt Julius Z. War das so rein? Man hat es keine Oberleitung gehabt. Ich dachte, das wäre ein Fehler. Okay. Ich weiß nicht, ob man da nochmal weiter reinfahren sollen. Ob das jetzt intended war oder nicht. Wann steht da noch irgendwie was drin hier in der Zusammenfassung? Hallo, Zusammenfassung? Keine Zusammenfassung? Ja, okay, dann keine. Ich frage mich, ob das jetzt richtig war da mit Julius Z, dass wir auf das Gleis da reingefahren sind. Weil ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, okay, wo bei Julius Z will er uns da hinbringen? Weil weiter nach unten geht es ja dann nach Dorota. Und ja, es hat ja dieses Industriegleis da. Vielleicht hätte man da weiter reinfahren sollen.
bin mir nicht sicher. Trotzdem, geiles Szenario. Und ich glaube, ich habe wirklich nochmal Bock, das nochmal durchzufahren. Einfach nur zu schauen, was in den anderen Varianten noch so passieren kann. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hoffe euch auch. Und wenn ihr wollt, geht's ins Forum. Macht es runter, wenn ich dran denke. Dann kommt der Link in die Videobeschreibung rein. Dann kommt ihr gerade direkt dahin. Könnt es runterladen und selber ausprobieren. Ich wünsche euch Spaß. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.